Hallo Deutschland, zum Ende der Woche. Willkommen, liebe Zuschauer. Ja, zunächst sieht alles nach einem Brand aus. Ein Pferdestall in Schleswig-Holstein steht auf einmal in Flammen. Doch als das Feuer gelöscht ist, machen die Feuerwehrleute eine weitere Entdeckung. Zwei tote Frauen, Mutter und Tochter. Sie liegen in dem Stall, sie wurden erschossen. 4 Monate ist es her, dass in Freiburg der 8-jährige Armani an einem Bach gefunden wurde, erwürgt. Bis jetzt weiß man nicht, wer der Täter ist, obwohl eine Sonderkommission seit Monaten in diesem Fall ermittelt. Ihr Leiter, Peter Grün, selbst Vater zweier kleiner Kinder, kann auch nach Dienstschluss nicht abschalten. Der Fall beschäftigt ihn fast rund um die Uhr. Und er will nur eins, endlich den Mörder des Kleinen finden. Während wir hier vielerorts schönes Herbstwetter haben, ist auf der anderen Seite der Welt zum Teil bereits tiefster Winter. Im Nordosten der USA sind in den letzten Tagen schon 10 Personen an den Folgen des Wintereinbruchs gestorben. Am Wochenende wird es zwar wärmer, aber das Chaos könnte noch größer werden. Warum? Das weiß Johannes Hanow. Heutzutage gibt es ja zu fast allem Seminare und Fortbildungsmöglichkeiten. Der Mann, den Sie gleich sehen, der bietet allerdings doch sehr ungewöhnliche Kurse an. Thema Frauen und wie man sie am besten abschleppt und ins Bett bekommt. Seine zum Teil recht derben Aufreißmethoden sind aber weltweit nicht ganz unumstritten. Also, da kann man froh sein, dass der junge Mann bei dieser Veranstaltung nicht dabei sein wird, denn da gibt es ausschließlich weibliche Kurven zu bewundern. Eine Misswahl der besonderen Art. Die Damen hier sind nicht 20, nicht 30, nein, die Miss 50 plus wird gesucht am morgigen Samstag. Und wir haben zwei der Schönheiten schon mal unter die Lupe genommen. Also, welche Dame morgen Abend das Rennen macht und Miss 50 plus wird, das verraten wir Ihnen dann am Montag. So, und nach so viel weiblicher Anmut jetzt der harte Schritt zurück ins wahre Leben. Wir zeigen Ihnen eine der größten Kegelpartys Europas. In Münster treffen sich seit 30 Jahren Clubs aus ganz Deutschland, um zusammen zu trinken, zu feiern und, zu kegeln. Einen Volltreffer landet er Woche für Woche, unser Achim Winter, der gerade jetzt seinem Namen alle Ehre macht und sich auch in der kalten Jahreszeit raus auf die Straße wagt, um Ihre Themen der Woche aufzuspüren. Und heute, lieber Achim, siehst du besonders glücklich aus. Und jetzt eine junge Dame, die momentan nur ein Thema kennt. Die 13-jährige Frieda ist plötzlich 5-fache Mama geworden, also sowas Ähnliches wie Mama. Sehr niedlich. So, morgen am Samstag sehen wir uns um 6:30 wieder. Und jetzt Leute heute mit Karen Webb. Ihr und Ihnen einen schönen Abend.